Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute Salami. Zuerst entfernen wir von dem Rindfleisch Fett und Sehnen. Dann schneiden wir es in wolfgerechte Stücke. Nun wird auch das Bauchfleisch zerkleinert. Von der Schulter entfernen wir auch wieder Fett und Sehnen und schneiden das Fleisch in Streifen. Dies kann der Wolf besser zuführen als Würfel. Jetzt wird das Fleisch bei minus 2 Grad bis zum nächsten Tag gelagert. Für unsere Salami benötigen wir nun Schweinebauch, Rindfleisch, Schweineschulter, Gewürze und ein Glas Rum mit dem gepressten Knoblauch. Die genauen Angaben findet ihr wie immer unter dem Video. Wir wolfen das Rindfleisch durch die 3 mm Scheibe. Nun wird auf die 4,5 mm Scheibe gewechselt. Zu dem gewolften Rindfleisch wird der Bauch und die Schulter gegeben. Jetzt kommt der Rum mit dem Knoblauch hinzu. Und dann die Gewürze. Jetzt noch kurz durchmengen und dann kommt alles in den Wolf. Hier lassen wir das Rindfleisch auch noch einmal mit durch, damit keine tiefroten Stellen in der fertigen Wurst entstehen.
Nach dem Wolfen wird alles kräftig von Hand durchgemengt, bis eine Bindung entsteht. Wir füllen nun die Masse in die Spritze. Die 45er Hukiderme werden 20 Minuten in 10-15%iger Kochsalzlösung kalt gewässert. Jetzt werden die Därme prall und luftfrei gefüllt. Und jetzt noch abbinden. Jetzt kommen die Würste in den selbstgebauten Reifeschrank. Den Temperatur- und Feuchtigkeitsverlauf blende ich euch mit ein. Nun, am 12. Tag, ist es soweit, die Würste zu räuchern. Von einer Wurst haben wir den Darm entfernt und werden diese mit einem Gewürzmantel versehen. Wir räuchern nun zweimal 2 Stunden kalt. Die Temperatur von 80 Grad ist perfekt. Jetzt kommen die Würste aus dem Räucherofen zur weiteren Verarbeitung. Nun bereiten wir den Gewürzmantel zu. Zuerst unser Suppengrün, also Liebstöckel und Sellerieblätter. Dann den Majoran.
eine Mischung aus Lorbeer, Senfkörnern und Piment. Und dann schwarzen Pfeffer. Wir lassen etwas Gelatinepulver in kaltem Wasser quellen. Nun geben wir heißes Wasser hinzu und rühren es durch. Die Gelatine füllen wir in eine flache Form und wälzen dann die Wurst darin. Jetzt kommt unsere Salami in die Gewürzmischung. Nun hängen wir die Salamis noch einen Tag zum Akklimatisieren in den Reifeschrank und jetzt schauen wir uns den Anschnitt an. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.